meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Post bekommen. Es geht heute um Duftiges und zwar genauer gesagt um die Firma Crossroads Candles. Hier habe ich ein schönes, großes Paket bekommen von der lieben Anja vom Geschenkeladen in Gelsenkirchen, also dem Candle Warmers Deutschland Shop. Und Anja hat gesagt, ich schicke dir von den Crossroads Candles mal ein paar Melts von den aktuellen Sommerdüften und dann kannst du mal durchschnuppern und mal gucken, was so deine Favoriten sind. Denn die Firma Crossroads ist noch nicht ganz so lange im Sortiment im Candle Warmers Shop und die Düfte von der Range sind sehr, sehr breit aufgestellt. Es sind sehr, sehr viele Düfte, die die Firma anbietet und ja, ich kenne noch ganz, ganz wenige. Und war natürlich auch super neugierig. Und jetzt wollte ich euch die einzelnen Duftrichtungen mal vorstellen. Als allererstes kam mir hier ein kleines Goodie entgegen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Anja hat mir ein Wäschespray von Busy Bee eingepackt. Und zwar sehen die so aus. Das ist die Duftrichtung Peppermint Kisses. Ja, weil sie mich gut kennt, weiß sie, dass ich Minzdüfte liebe. Und das riecht sehr schön, angenehm, frisch nach süßer Minze. Und da freue ich mich sehr. Das ist immer so mein Raumerfrischer. Ich habe davon auch schon ein anderes, Elf Crazy heißt es. Und ich mag einfach Minzdüfte sehr. Lieben Dank, Anja. Das kommt auf jeden Fall hier zum Einsatz. Dann habe ich ein paar Melts von ihr bekommen, immer hier in so kleinen Pöttchen. Die hat sie mir abgefüllt, finde ich total schön. Und ein paar von den regulären Bars. Ich habe einfach die Düfte jetzt hier, die fürs Frühjahr und für den Sommer interessant sind. Die Bestseller sind dabei, die alle lieben und in diesen Facebook-Gruppen auch ziemlich hypen. Und die Winter- und Weihnachtsdüfte sind jetzt hier nicht dabei. Aber ich glaube, die sind im Moment auch einfach nicht das, was gängig ist, denke ich mir. Und ich fange jetzt ganz einfach mal an mit Mamas Sweet Tea. Und da weiß ich, dass das ist schon mal einer der Düfte, die die meisten sehr, sehr mögen. Ja, und ich weiß auch warum. Der duftet wie der Krümel-Eistee aus der Kindheit. Ein zitroniger Schwarztee mit Zucker. Der hat eine gewisse Süße drin. Sehr lecker, sehr zitrisch und nach Schwarztee duftend. Ich mag diese Düfte ja unheimlich gerne. Ich mag von Bath & Body Works ja auch den Lemon & Tea, heißt der so? London Lemon & Tea, glaube ich. Und der riecht hier sehr, sehr ähnlich. Also von daher schon mal einen Duft für die Tee-Fans unter euch. Was ich wohl dabei sagen soll oder möchte, ist, dass die Melts hier allesamt aus Paraffinwachs bestehen. Und Paraffinwachs braucht richtig Hitze. Ich habe das selber gemerkt. Ich habe schon mal ein Würfelchen in eine von diesen Silikonförmchen gepackt, die ich jetzt mittlerweile sehr gerne und viel nutze in meinen elektrischen Lampen, damit ich die Düfte schneller hin und her wechseln kann. Aber die funktionieren in diesen Silikonschälchen nicht gut. Da ist die Duftabgabe nicht gut. Die brauchen aufgrund der Wachshärte einfach schon viel höhere Temperaturen, um das Öl tatsächlich auch freisetzen zu können. Und da hatte Anja nochmal darauf hingewiesen, dass einfach Düfte, die aus Paraffinwachs bestehen, Hitze brauchen. Das heißt, am besten Wärmer mit hohen Wattzahlen benutzen, die Wärmer mit den Glühbirnen benutzen, also diese Edison-Birnen, dass man wirklich richtig Temperatur dahinter hat oder tatsächlich eine Teelichtduftlampe nutzen, denn auch Teelichter werden ja über 80 Grad warm und nur dann funktionieren reine Paraffinwachse gut und die Düfte können abgegeben werden. Das denke ich ist vielleicht nochmal dabei zu sagen, denn viele haben ja Mischwachse mit Sojawachs gemischt zum Beispiel oder reines Sojawachs, was viel, viel weicher ist und viel eher schmilzt und dann eben auch das Öl viel besser abgibt. Also bei den Marken wie jetzt hier auch Crossroads, die nur Paraffinwachs benutzen, da sollte man auf jeden Fall mehr Hitze hintersetzen. Lemon Blueberry Pound Cake ist der nächste Duft und da glaube ich, dass das nicht so meiner sein wird. Ich bin ja nicht so der Blaubeer-Fan. Mal schauen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein intensiver Duft. Da ist ordentlich was hinter. Und die Blaubeere hält sich im Vergleich zur Zitrone relativ gut zurück. Also ich finde, die sind sehr ausgewogen. Ich mag ja zitrische Düfte, von daher ist der gar nicht so verkehrt. Der riecht im Grunde wie ein Zitronenkuchen, wo ein paar Blaubeeren so reingedrückt worden sind. Und die Blaubeere ist nicht so im Vordergrund, wie sie sich schon mal gerne spielt im Normalfall. Daher ein zitroniger Blaubeerkuchenduft. Dann habe ich einen, auf den habe ich mich sehr gefreut. Weekend Retreat. Und da war ich super gespannt, weil mich die Duftbeschreibung total angesprochen hat. Eine parfümige Mischung aus exotischen Gewürzen und Zedernholz. So. Und da wollte ich unheimlich gerne wissen, wie der duftet, weil ich fand die Idee einfach so schön, Gewürze und Zedernholz zu mischen. Und es geht in eine sehr entspannte Richtung. Durch das Zedernholz ist es eher Richtung maskuliner Duft. Sehr, sehr edel. Das könnte auf jeden Fall ein entspanntes Herrenparfum sein. Und zwar eins von der etwas teureren Sorte. Das riecht sehr edel, sehr angenehm, holzig und die Gewürze sind keine Küchengewürze, sondern das riecht so ein bisschen nach ja, so würzigen Düften wie zum Beispiel Grey von Kringle Candle. Also in diese edle Herrenduftrichtung geht Weekend Retreat. Da freue ich mich. Das ist auf jeden Fall schon mal einer, den ich sehr mag. Island Coconut. Ich weiß nicht, was los ist. Im Moment habe ich meine Liebe zur Kokosnuss wieder entdeckt. Ich düftle im Moment auch sehr gerne meine bekannten Kokosnussdüfte, die ich hier habe. Und da ja, wollte ich natürlich wissen, wie der von Crossroads riecht. Und der hat eine ziemliche Frische drin. Mal schauen, was hier die Beschreibung sagt, ob da noch neben der Kokosnuss was anderes drin ist. Samtige Vanille steht einfach nur mit dabei. Ich finde, das ist ein sehr frischer Kokosnussduft. Der hat mehr von dieser Kokosnuss, von dem Wasser in der Kokosnuss. Der ist so splashig und nicht cremig. Ich hatte mir gehofft, dass der cremiger ist, aber ich finde, da ist eine ziemlich, also kalt geschnuppert zumindest, eine ziemliche Wässrigkeit mit drin. Wer das mag, der ist auf jeden Fall bei Island Coconut hier richtig. Und dann habe ich einen, da freue ich mich auch, Rainbow Crunch. Und das sollen halt diese Frühstückscerealien, diese bunten sein. Ja, und genauso riecht er auch. Das ist ein richtig typischer Fruit Loops Duft, sehr quietschig, süß und zuckrig, hat diese Note von dem sehr luftig gebackenen Loop, also dieser Getreideloop. Da kommt eine schöne Zitrone raus, da kommt ja einfach dieser typische Duft raus, den man kennt, wenn man in diese Tüte schnuppert, wenn man direkt diese Fruit Loops aufmacht. Das ist Rainbow Crunch, mag ich auch gerne, ist aber auch nichts, was ich so jeden Tag haben wollen würde. Aber das ist ein Foodie-Duft, den ich wirklich gern habe. Jetzt kommt der Lemon Cookie und ich glaube, das ist auch einer der Crossroads-Düfte, die sehr begehrt sind. Ja, ich kann auch verstehen, warum. Der riecht tatsächlich super authentisch nach Zitronenkuchen. Man riecht sogar ein bisschen, dass der Zitronenkuchen, wenn man den so auf einem Blech gebacken hat, dass der am Rand des Bleches ein wenig dunkler ist als in der Mitte. Das kann man sogar rausriechen. Also es riecht wirklich sehr authentisch. Keine spritzige Zitrone, sondern eine foodie-gebäckige Zitrone. Der ist vom Kaltschnuppern her nicht so intensiv, finde ich. Allerdings, wie gesagt, sollen die Kerzen von Crossroads viel besser sein als die Melts. Und da freue ich mich natürlich, das jetzt auch zu testen. So, jetzt geht es mit den kleinen Döschen hier weiter. Das finde ich so niedlich. Anja hat das extra für mich abgefüllt und hat dann da oben den Namen drauf geschrieben. Hier ist der Peach Cobbler, der erste. Ja, es riecht sehr schön saftig, pfirsig, voll reifer Pfirsich. Und nach nicht wirklich was anderem. Ich hatte mal ein Glas von Yankee Candle. Das war Pfirsich mit Lavendel gemischt. Ich weiß nicht mehr, ob der einfach Peach and Lavender auch hieß. Jedenfalls
riecht das für mich nach genau der Pfirsichnote. Jetzt ohne den Lavendel natürlich. Aber falls ihr das kennt, es ist ein sehr intensiver, sehr saftiger und vollreifer Pfirsich. Das ist auf jeden Fall ein schöner, sehr fruchtiger Duft. Tropical Heat wäre der nächste. Oh, der riecht genau wie diese Haribo-Tüte. Ich guck mal, ob ich die da habe. Kleinen Moment. Der riecht genau wie die hier. Kennt ihr Tutti Frutti? Nee, Tropi Frutti. Genau so riecht Tropical Heat. Als könnte man in dieses Gummi-Ding reinbeißen. Eins zu eins dasselbe. Also wenn ihr diese Süßigkeiten von Haribo mögt, Tropi Frutti, dann schaut euch Tropical Heat an. Genau das ist es. Dann kommt Twisted Peppermint. Da war ich natürlich super gespannt drauf. Ja, und der riecht genauso, wie ich mir Pfefferminzdüfte vorstelle. Sehr, sehr lecker. Und zwar ist das diese Richtung Bonbon-Vanille-Pfefferminz. Keine allzu stechende Minze, sehr viel Süße auch mit drin. Ja, riecht richtig, richtig gut. Und geht in die bonbonige, süße Minzrichtung. Und für alle Fans von diesen Bonbons und den Zuckerstangen habe ich jetzt hier auch die Kerze. Und zwar ist das auch die Twisted Peppermint. Und im Moment gibt es diese kleinere Größe von Crossroads. Und zwar hat die 12 Oz oder Unzen, ich weiß nicht genau. Ist auf jeden Fall ein absolut hübsches, nostalgisches Gläschen. Das hat so einen Schraubdeckel aus Metall und dann einen Docht. Ne? Könnt ihr das sehen? Ja. Ja, da gibt es jetzt im Moment ganz viele von im Shop. Ich finde die von der Größe zum Probieren echt gut. Und ja, wie die Eindochtkerze hier performt beim Brennen, kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen. Aber ich werde sie natürlich unter den Candlewarmer stellen. Und dann ist mir die Anzahl der Dochte ja sowieso egal. Und das, finde ich, ist so ein nostalgisches Label, ne? Mit diesen Minzbonbons und der Stange. Und ja, irgendwie finde ich die Optik total cool. Jetzt kommt Fresh Linen oder Linen. Das ist der Wäscheduft aus der Richtung hier. Ja, der riecht halt sehr typisch nach diesem Clean Cotton und wie sie alle sind. Ich glaube, jede Firma hat ja irgendwie so einen frischen Wäscheduft. Meins sind die irgendwie nicht. Der ist relativ weich, der hat nicht so sehr diese halskratzigen, stechenden, beißenden Anteile. Der ist recht weich für einen Wäscheduft, aber das ist einfach im Moment nicht meine Duftrichtung. Dann habe ich einen, da fand ich auch sehr, sehr spannend, die Duftbeschreibung. Country Breakfast heißt er. Das ist so ein braunes Wachs. Und zwar heißt es hier gebutterter Ahornsirup, heißer Apfelkuchen, Bananen-Nussbrot und Vanille-Haselnuss. Jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ahornsirup, Apfelkuchen, Bananen-Nussbrot und Vanille-Haselnuss. Und das soll alles in dem Country Breakfast stecken. Und vor dem Ahornsirup habe ich ja so ein bisschen Respekt. Es geht. Es geht. Es ist kein Maggi-Duft für mich, Gott sei Dank. Das ist schon mal gut. Aber was rieche ich raus? Apfelkuchen. Nee. Da ist eine Spur Apfel drin, aber ich finde, der ist viel mehr nussig und süß von der Banane. Also Bananen-Nussbrot. Pur ist es aber auch nicht. Es hat auf jeden Fall noch sehr weiche Anteile. Vanillige Anteile, eine sehr interessante Foodie-Mischung. Ich bin ja normalerweise kein Bananendüftler, gar nicht. Aber der gefällt mir dafür dann wirklich ganz gut. Also ja, ein süßer, sehr vielschichtiger, nussiger Frühstücksduft. Ich glaube, dass der Foodie-Fans bestimmt gefällt, aber meins ist das leider nicht. Dafür geht es jetzt mit Basil and Lime weiter. Und Basilikum und Limette klingt für mich total gut. Das könnte so ein Küchenduft werden. Ja, ist es auch. Der riecht nach kräuteriger Basilikumnote.
Ich würde allerdings sagen, die Limette überwiegt. Die wird aber durch dieses Kräuterige ein bisschen gedämpft, weil Limette selbst ist ja super spritzig. Es wird ein bisschen runtergedämpft. Es hat sogar, finde ich, einen kleinen Duschgel-Touch. So frisch riecht das. Ich denke, den probiere ich in der Küche aus. Es könnte aber auch sein, dass der eher in Richtung Badezimmerduft geht, wenn er warm ist. Mal schauen. Island Sunset, das war einer mit, auf den ich mich am meisten gefreut habe, weil ich gedacht habe, das könnte so ein richtiger Sommerduft werden. Und zwar wird er beschrieben mit scharfer Limette, Pfirsich und Mango. Und ob es scharf ist, werden wir jetzt mal schnuppern. Ja, da ist tatsächlich eine kleine scharfe Note drin. Das riecht aber nicht chili-scharf, sondern ich würde sagen Ingwer-scharf. Aber es ist tatsächlich nur im Hintergrund. Vorwiegend sind die Früchte. Sehr tropisch, der Duft. Mango rieche ich auf jeden Fall gut raus. Den Pfirsich eher hinter der Mango. Und dann kommt da so eine Ingwer-Schärfe noch mit rein. Sehr tropisch und ein wenig außergewöhnlich. Ich finde den toll. Den könnte ich mir sehr gut im Sommer vorstellen, wenn ich Lust auf einen fruchtigen Duft habe. Ja, Blueberry Pancake ist wahrscheinlich wieder nicht unbedingt meiner. Da sind die Blaubeeren ja wieder am Start. Ja, und das ist auch nicht mein Duft. Das ist natürlich eine sehr intensive Blaubeere und die finde ich riecht auch ein bisschen künstlich. Und da erahne ich einen Pancake, Ahornsirup, Maggi-Moment. Nee, das ist nicht mein Duft. Ich glaube, das ist wirklich nur was für die richtigen Foodie-Fans, die auch keine Maggi-Nase haben und die Blaubeeren lieben. Das tut mir leid, aber mein Duft ist das nicht. Ja, Earthly Essence. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister an dem Duft. Ich habe, als ich den zum ersten Mal in der Nase hatte vor ein paar Monaten, das Gefühl, da könnte so eine Art Patchouli-Räucherstäbchen-Note irgendwie mit drin sein. Aber Anja hat gesagt, da ist bei ihr eine süße, zuckrige Erdbeere zu riechen. Und wenn man sich die Duftbeschreibung anguckt, heißt es auch Vanille, Jasmin und Erdbeer. Was auch immer bei mir da diese Patchouli-Anmutung hatte. Es riecht nach süßen, zuckrigen Erdbeeren mit einer floralen Note, die ist total ausgeglichen. Da riecht man nicht nur Erdbeere und auch nicht nur Jasmin. Da ist wirklich beides gleich stark in der Nase. Aber meine Nase spielt scheinbar da verrückt. Ich rieche immer eine unterschwellige, dumpfe Patchouli-Note daraus. Andere finden, der riecht wie Erdbeerbrausepulver. Weiter geht es mit Sweet Pea and Vanilla. Und das ist ein lila Wachs. Ja, der ist mega intensiv. Boah, ja, der geht richtig rein. Und alle, die so diese Gartenwicken-Düfte und zart-floralen Düfte mögen, diese Wicke ist für mich auch immer so ein Frühlingsblüher. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich im Frühling blüht, aber für meine Nase riecht sie nicht wie eine Hochsommerblume, sondern eher wie eine Frühlingsblume. Und die ist sehr schön, intensiv, ein toller floraler Duft, der durch die Vanille sehr weich wird, sehr fast schon cremig wird. Parfümig auch, also es geht in eine parfümige Richtung. Das ist bei den Floralen ja aber ganz, ganz häufig so. Ja, toller Duft. Kommt auf jeden Fall mit auf den Favoritenstapel. Sweet Pea and Vanilla und der ist auch als Cube hier sehr intensiv. Kommen wir zu dem gehypten Duft aus der Facebook-Gruppe schlechthin, Grandma's Kitchen. Das ist ein Duft, den alle lieben und der riecht nach Marzipan, habe ich mir sagen lassen. Jo, aber wirklich. Ich glaube, der ist auch mega intensiv. Beschrieben wird er mit Mandeln, Vanille, Zimt und ein Hauch Kakao. Und das ist ein Duft für alle Foodie-Fans per excellence. Ich glaube, dass die Foodie-Fans hier den lieben. Das ist ganz klar. Man kann so eine Spur vom Zimt erahnen, aber hauptsächlich ist es ein extrem
reichhaltiger Marzipanduft. Der ist mit Sicherheit super lecker, wenn man Foodie-Düfte mag. Ich glaube, ich kann euch sehr verstehen, auch wenn ich kein Foodie-Fan bin. Ich habe nur eine einzige Foodie-Kerze in meinem Schrank. Aber der ist auf jeden Fall was. Ich kann mir vorstellen, dass ihr den liebt. Und ja, das könnte einer sein, den ich mir für den Herbst-Winter sogar auch dann zulegen werde. Toller Duft. Guave und Cucumber ist der nächste. Das ist ein Duft, da war ich sehr gespannt drauf, weil ich Gurke nicht mag in Düften eigentlich. Der ist aber schön. Der ist sehr erfrischend. Der hat einen totalen Splash-Moment, ohne dass man sofort an diese Gewürzgurken denken muss. Das ist nämlich bei den meisten Gurkendüften bei mir der Fall. Die Guave macht es halt super fruchtig. Es riecht so ein bisschen wie so ein Aloe Vera-Blatt, das man gerade frisch aufknackt und diese feuchte, gelige Kühle da rauskommt. Ich glaube, dass der toll sein wird für den Hochsommer, wenn es richtig heiß ist. Dann habt ihr hier einen sehr splashigen Fruchtduft, eben mit diesem Gurkenwasser dabei. Und ich glaube, das ist tatsächlich der erste Gurkenduft, den ich nicht furchtbar finde. Und ich denke, dass es an dieser Guave dabei liegt, dass diese sehr tropisch anmutende Frucht sehr viel Raum hier bekommt. Also ein toller Gurkenduft für die Gurkenfans, aber auch ein toller fruchtiger Duft durch die Guave. Urban Spice, da bin ich auch mal gespannt, was das bedeuten soll. Der wird beschrieben mit edlem Mahagoniholz, Orangenschale und frischen Kräutern. Dürfte ja eigentlich meins sein mit Orange und Kräutern. Ja, das ist tatsächlich ein sehr schöner Orangenduft. Er hat ein bisschen was von der weihnachtlichen Orange durch diese Kräutergewürze, die dabei sind. Ich glaube, den würde ich nicht im Hochsommer düfteln, wenn man so sehr zitrische Orangendüfte mag. Ich glaube, das ist einer, den ich Richtung Herbst packen würde. Der riecht aber sehr geerdet, sehr groundy, sehr relaxed auch. Ein sehr holziger Duft mit Orangenzeste, würde ich sagen. Es ist eher die etwas bittere Schale der Orange als diese Spritzigkeit, sondern eher die Schale. Und dann kommt da noch so eine kräuterige, herbe Richtung hinten dran. Ein unheimlich interessanter Duft. Also, falls ihr holzige Düfte mögt, dann schaut euch Urban Spice mal an. Dann geht es mit Southern Charm weiter. Samtige schwarze Vanille, sanfter Moschus und Bergamotte verfeinert mit fruchtigen und floralen Nuancen. Okay, Vanille, Moschus und Bergamotte. Ja, der geht absolut in die Kuschelduftrichtung. Für mich hat der ganz viel von Warm and Welcome von Goose Creek oder diese Kaschmirdüfte, die man so kennt, sehr kuschelig, einhüllend. Die Bergamotte ist hier nicht als spritzige, herbe Bergamotte rauszuriechen. Ich finde den eher vanillig, moschusmäßig, kaschmirmäßig. Ja, wer diese Warm and Welcome-Richtung mag, wer es kuschelig und einhüllend mag, der ist mit Southern Charm bestimmt gut aufgehoben. Auch der landet auf dem Favoritenstapel. Coastal Waves ist einer, der dann in die frische Richtung geht. Ja, der ist blumig und aquatisch. Der hat auch ein bisschen was Mediterranes irgendwie von der Frische dieser Blumen her. Der riecht für mich jetzt nicht wie die Nordseeküste, sondern eher wie so eine italienische Seelandschaft. Ja, sehr schöne florale Noten mit einer aquatischen Unternote. Ist aber, finde ich, jetzt keiner, den man noch nie irgendwo gerochen hat. Also das ist ein solider, aquatisch-blumiger Duft, aber keiner, der jetzt, wer weiß, wie neu für meine Nase wäre. Raspberry Creamsicle. Also Himbeere. Ja, sehr, sehr, sehr beerig. Das ist auf jeden Fall was für die Himbeer- oder generell Beeren-Düfte-Fans. Hat eine Vanillenote dabei. Es riecht schon so ein bisschen nach einem Himbeerkompott. Ein bisschen verstrudelt vielleicht.
So ein bisschen wie früher das Calippo-Eis, aber dann eben nicht mit Erdbeer, sondern mit Himbeer. Aber das ist auf jeden Fall einer, der relativ künstlich himbeerig riecht. Das ist keiner der authentische, frische Himbeer vom Strauch, sondern da riecht man schon, dass es eine verarbeitete, gesüßte Himbeere sein soll. Caribbean Teak Wood wäre der nächste. Karibisches Teakholz, Zedernholz, Nelken und Moschus. Warum das jetzt ein karibisches Teakholz ist, da bin ich mal gespannt. Also der hat eine sehr parfümige Moschusnote und diese sehr, sehr holzige Zedernholznote. Geht so ein bisschen in die Richtung Driftwood von Yankee Candle. Sehr, sehr holzig, hat, finde ich, eine Cremigkeit auch. Sehr spannender, holziger Duft. Also wer es mal gerne holzig, aber nicht so maskulin möchte, eher so ein bisschen, ja, cremig, holzig. Hört sich sehr schwierig an, ne? Aber irgendwie empfinde ich den so. Also sehr interessant, Vanille, Holz und irgendwie hat er tatsächlich durch diese Vanille etwas Exotisches. Also Caribbean Teakwood passt auf jeden Fall zum Duft. Dann kommt Lilac, ein ganz klassischer Fliederduft. Ja, ganz klassisch, macht mir sofort Kopfschmerzen. Flieder kann ich einfach überhaupt nicht vertragen mit meiner Migräne, deswegen mache ich den direkt wieder zu. Aber er riecht sehr authentisch. Dieser Flieder, dieser Hyazinthenduft, wenn ihr die Blumen in der Wohnung stehen habt, was dann in der Wohnung duftet, das ist Lilac. Und ja, ich glaube, manche lieben diesen Duft. Ich kann ihn einfach überhaupt nicht vertragen. Deswegen wandert der auf jeden Fall auch weiter an jemanden, der den Duft mag. Ich glaube, hier hat sich doch ein Herbst-Winterduft versteckt. Comforts of Home heißt er. Eine gemütliche Mischung aus rotem Apfel, Nelke, saftiger Orange und würzigen Wacholderbeeren. Das klingt doch wirklich eher Richtung Herbst-Winter. Der riecht auch so. Das ist ein Apfelduft, der sehr winterlich und weihnachtlich duftet. Durch die Nelke da drin auch wirklich Richtung Home for the Holidays. Also wenn mein Lieblings-Weihnachtsduft ist ja Home for the Holidays und da ist auch Nelke und Apfel drin und Orange. Und der kommt hier auch so in diese Richtung. Kitchen Spice, all diese gewürzigeren Düfte mit Äpfeln und Orange. Da ist Comforts of Home auf jeden Fall mit anzusiedeln. Ist jetzt keiner, der im Sommer hier düfteln darf. Der geht dann erst wieder im Winter. Jetzt geht es weiter mit Seaside Escape. Und Anja hat gesagt, das ist einer ihrer liebsten der frischen Düfte. Ein sonnengefluteter Strand mit dem Duft von Jasmin, Zitrus, Lilie und Veilchen. Ich mag Veilchen unheimlich gerne in Düften. Und der ist ganz toll. Das ist ein wunderschöner Sommerduft. Der ist weich, der ist floral, der hat aquatische Noten. Die Zitrusnote macht ihn super frisch, aber die ist nicht im Vordergrund. Es ist ein sehr weicher, wohliger Duft. Geht durch diese vielen floralen Komponenten schon ein bisschen in eine parfümige, sehr frische Richtung. Also wenn ihr ein weibliches Sommerparfum euch vorstellt, was so ein bisschen aquatisch, aber sehr floral duftet, weich duftet, dann wäre so Seaside Escape das, was das Pendant dafür in der Duftwelt wäre. Kommt ab auf den Favoritenstapel. Ganz toller, sehr frisch anmutender Sommerduft. Dann kommen wir zu Fraser Forest, ein Waldduft. Ja, ein ganz klassischer Tannenduft. Unheimlich toll. Ich liebe ja Tannendüfte. Nur nicht im Sommer. Ganz klassisch, ganz edel und ja, für meine Nase nichts Neues, aber ich liebe Wald- und Tannendüfte. Darum ist Fraser Forest einer, den ich mag. Sweet Pear Crisp ist der nächste. Eine leckere Mischung gebackener Birnen, Apfel, Honig und Gewürze. Ich mag ja alle Düfte mit Birnen eigentlich. Aber der ist irgendwie leider nicht so mein Birnenduft. Was stört mich da drin? Ich weiß nicht, ob das dieser Gewürzanteil ist.
Es ist auf jeden Fall eine etwas herbstlich anmutende Birne. So Ernteduft ist das irgendwie. Man riecht die Birne, man riecht auch ein wenig Apfel, wobei ich hier deutlich mehr Birne als Apfel wahrnehme. Die Gewürze sind auf jeden Fall durchaus wahrzunehmen und er hat eine Süße. Das ist sicherlich der Honig. Ja, je länger ich dran rieche, je besser finde ich ihn. Aber es ist auf jeden Fall ein Herbstduft. Den würde ich nicht im Sommer anmachen, dafür ist der mir zu gewürzig. Ich hätte jetzt eher was Frisches erwartet durch dieses Sweet Peer Crisp. Ich glaube, das Wort Crisp hat mich jetzt auf eine falsche Fährte gelockt. Ich finde, das ist ein Herbstduft. Kommen wir zu einem klassischen Duft, den, glaube ich, jede Firma irgendwie mal aufgelegt hat. Sage and Citrus. Und Salbei mit Zitrone ist für mich einer, den ich früher sehr, sehr gemocht habe, dann irgendwann mich ein wenig satt gerochen habe. Das ist auf jeden Fall einer der sehr ausgewogenen Kandidaten von Sage and Citrus. Der gefällt mir tatsächlich wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal einen Salbei-Zitronenduft mögen werde, weil ich wirklich mich irgendwann daran satt gerochen hatte. Jetzt habe ich den aber schon tatsächlich Jahre nicht mehr in der Lampe gehabt. Und ich mag ihn wieder. Da freue ich mich gerade sehr drüber. Salbei und eine sehr herbe Zitronennote. Der Salbei kommt eher als süßer Duft raus. Eine tolle Mischung aus kräuterig und zitrisch, aus herb und süß. Gefällt mir richtig gut. Das ist auf jeden Fall ein entspannender Duft. Den würde ich in Richtung Spa-Düften einsortieren. Hat eine sehr beruhigende Wirkung, auf mich zumindest. Sage and Citrus und ich glaube, das wird auch ein sehr intensiver sein. Der ist hier als Meld schon total intensiv. Grandma's Pipe. Ja, da bin ich mal gespannt. Opas. Grandpa's Pipe. Opas Pfeife. Hat eine Grandma's Kitchen und Grandpa's Pipe. Auch schön, oder? Ja, und der riecht tatsächlich nach einem bisschen Tabak. Super angenehmer Duft. Der ist auch nicht maskulin für meine Nase, sondern der ist sehr fein, sehr edel. Dieser Tabak kommt sehr gut durch, hat jetzt keinen rauchigen Charakter. Da ist Tonkabohne mit drin, da ist Zedernholz drin, da ist Moschus drin. Sehr, sehr feiner Duft und auf keinen Fall ist das eine angebrannte Pfeife. Ich mag Tabakdüfte, ich finde den toll. Grandpa's Pipe. Dann geht es weiter mit Lemongrass und Lavender. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Kombination, die ich sehr mag, weil ich die einzelnen Düfte auch sehr mag. Ja, und Zitronengras ist ja immer sehr, sehr spritzig, frisch. Und der Lavendel hat ja so einen beruhigenden Touch. Und ich finde die Kombination schön aus beidem. Man riecht auch beides raus, wobei ich sagen muss, dass ich den Lemongrass-Anteil so ein klein bisschen überwiegend finde in der Nase. Zumindest kalt. Ich würde sagen, so 60-40 ist das Verhältnis von meinem Gefühl her. Das ist auf jeden Fall ein Duft, den ich in der Küche anmachen werde. Ich liebe Lemongrass-Düfte im Sommer und auch in der Küche, wenn man was gebraten hat. Dann nehmen die nämlich so schön den Bratenduft weg. Dockside Breeze, auch wieder einer aus der frischen Abteilung. Auf den war ich auch sehr gespannt. Der sollte so ein bisschen in die Richtung Weichspüler gehen. Und das tut er auch. Das ist ein aquatischer, zart maskuliner Wäscheduft, ein Weichspülerduft. Auch relativ klassisch. Ich glaube, auch das ist einer, den man schon mal gerochen hat. Aber der ist schön, der ist weich und wer Wäschedüfte, Weichspülerdüfte mag, der kann sich den Dockside Breeze ungeschnuppert kaufen. Das ist auf jeden Fall eine sichere Weichspülerbank, würde ich sagen. Einmal Fireside. Ich weiß, dass es viele Fans von Fireside-Düften gibt. Und der riecht auch ganz klassisch nach einem Fireside-Duft. Der hat was Holziges, was Süßes. Und dann dieses Rauchige, was eben Fireside typisch macht. Sehr klassisch, angenehm. Das ist auf jeden Fall ein Duft, den man schon mal gerochen hat. Weiter geht's mit Melon Burst. Ja, das ist auf jeden Fall
Ein klassischer, sehr spritzig, frischer Melonenduft. Und ich kann beide Melonen rausriechen hier. Ich kann die Wassermelone riechen, aber auch die Honigmelone. Mal gucken, ob sie auch beide in der Beschreibung voll vorkommen. Ja, tatsächlich. Frischer, fruchtiger Sommermix aus Wassermelone, Honigmelone und Cantaloupe-Melone. Und man riecht sie auch wirklich raus. Also die Honigmelone, sowohl die Wassermelone. Also wer Melonendüfte liebt, der ist hier genau richtig. Der ist sehr schön und sehr sommerlich. Dann geht es mit Pomegranate Vanilla weiter. Jo, das ist nicht so meiner. Ich glaube, ich habe mich an diesen ganzen Granatapfeldüften ein bisschen satt gerochen. Der riecht auch für mich relativ künstlich. Das ist in meiner Nase kein Duft, den ich weiterempfehlen würde, so leid es mir tut. Aber ich finde, der riecht relativ künstlich nach diesem Granatapfel-Cranberry-Beeren-Duft mit einer Vanille-Unternote. Aber diese herbe Säure von den Früchten kommt mir hier zu sehr durch für meinen Geschmack. Und das ist nicht so meiner. Aber wer Pomegranate-Düfte liebt, der kann natürlich trotzdem mal ein Auge drauf werfen. Dann kommen wir nochmal zu einem Foodie-Duft, Vanilla Hazelnut. Und richtige Haselnussdüfte gibt es ja nicht so häufig. Und der geht tatsächlich in die Richtung. Oh, es gab doch von Village Candle mal einen, der so mega gehypt war. Irgendwie war das einer mit Honig. Wie hieß der denn nochmal? Honey Cream hieß er. Ich habe ihn gefunden. Oder von Cheerful Candle, der Pecan Belgium Waffle. Wisst ihr noch? Auch der wurde mal so gehypt. Diesen nussigen Anteil hat der. Riecht sehr schön teigig, nussig, vanillig. Ich finde sogar, er hat ein bisschen was von noch nicht gebackenem Haselnusskuchen. Man riecht so einen richtig schönen Teigmoment. Ja, den finde ich toll. Vanilla Hazelnut. Sandalwood Amber ist der nächste. Das wird sicherlich ein parfümiger Duft sein, gehe ich von aus. Ja, der riecht auf jeden Fall sehr klassisch nach diesem Sandelholz-Räucherstäbchen, wenn man in so einen Shop geht, der eben so Räucherstäbchen und so ein Kram verkauft. Da ist man hier auf jeden Fall voll mit dabei. Dieser Amber und die Sandelholz ist auch was, was sehr oft die Basis für andere Düfte ist und das riecht man dem an. Der ist sehr bodenständig, der Duft, sehr klassisch, riecht tatsächlich wirklich wie diese Läden riechen, in denen Räucherstäbchen abgebrannt werden. Sandalwood Amber. So ein bisschen orientalisch, würde ich sagen. Eukalyptus Mint gibt es auch von den Crossroads. Das ist ja eine Mischung, die man fast überall findet. Riecht auch ganz klassisch nach beidem. Absoluter Spa-Duft, Badezimmerduft, Eukalyptus und Minze gemischt. Ich mag ja lieber nur Minze als die beiden in Kombination, aber das ist auch einer, den man schon bei sämtlichen anderen Firmen auch finden würde oder gefunden hat. Peach Apple Crisp ist der nächste. Also Pfirsich und Apfel. Ja, das riecht, finde ich, nach einem Apfelcider. Das riecht wie naturtrüber Apfelsaft und dann ist da noch irgendwas Pfirsichmäßiges mit reingerührt. Hat auf jeden Fall einen Apfelcider-Moment. Auch den würde ich eher Richtung Herbst ansiedeln. Da kommt in meiner Nase auch ein wenig Gewürz mit durch. Und in der Duftbeschreibung habe ich jetzt mal nachgeguckt, steht auch Äpfel, Pfirsiche, Zimt und Gewürznelke. Das ist deutlich rauszuriechen. Für mich ein wunderschöner Apfelciderduft mit einem kleinen Pfirsicheinschlag. Den finde ich für den Herbst wunderschön. Denn irgendwann kommt ja die Lust auch auf diese herbstlichen Düfte wieder, auch wenn wir jetzt gerade erstmal im Mai sind, aber irgendwann ist es wieder soweit. Und der letzte, den ich euch hier zeigen möchte, ist der Fresh Cut Rose. Und das ist ein ganz wunderschöner Rosenduft. Wer Rosendüfte mag, wird den lieben. Der riecht wirklich nach einer zarten, roséfarbenen Blüte. Hat was Grünstängeliges dabei. Also wer den Fresh Cut Roses von Yankee mag, der ist hier bei Fresh Cut Rose auch genau richtig.
Und das waren die kleinen Melts, die ich euch zeigen wollte. Und die liebe Anja hat mir neben der Peppermint-Kerze, Twisted Peppermint, auch noch eine der großen Kerzen mitgeschickt von Crossroads. Und ich bin so gespannt, die zu testen. Ich finde die optisch wunderschön. Ich mag diese Farbe und ich mag auch, dass sich das Design so zurückhält. Klar gibt es von Crossroads auch Labelkerzen, wo ihr dann tatsächlich wunderschöne Label auch zu sehen bekommt. Ich habe euch jetzt mal ein Label stellvertretend hier rausgesucht auf dem Handy. Also so können sie auch aussehen, wenn ihr möchtet. Also es gibt da wirklich sehr schöne Labelkerzen auch. Aber ich mag wirklich tatsächlich dieses zurückhaltende Design total gerne. Hier unten steht dann immer der Name des Duftes. Hier habe ich Seaside Escape. Und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass diese Kerzen 100 Gramm mehr haben als die Yankees. Die sind bei über 700 Gramm. Und das finde ich schon toll, ne? Dass man dann wirklich 100 Gramm mehr hat. Die Deckel sind aus Plastik, sitzen aber bombenfest auf den Gläsern. Da muss man wirklich mit Kraft abziehen. Und dann habt ihr eben zwei Dochte, ne? Die sind wirklich auch super hoch gefüllt, also sogar über diesen Rand hinweg vom Wachs und dann eben Preis-Leistungs-Verhältnis kann man hier gar nichts sagen. Und das ist Seaside Escape. Der eben mit auf meiner Favoritenliste gelandet ist. Ein wunderschöner Duft. Ich freue mich so sehr jetzt aufs Testen, denn das passt gerade so perfekt in dieses Wetter, in diese Jahreszeit. Man möchte sich wegträumen in den Urlaub und da ist Seaside Escape genau richtig gerade. Ich mag den Duft unheimlich gerne. Ich freue mich aufs Ausprobieren, denn die sollen deutlich intensiver als die Melts sein. Und das probiere ich gerne jetzt mal aus und werde euch dann im nächsten Aufgebraucht-Video was darüber erzählen können. Und jetzt habe ich natürlich als Schmankerl für euch noch einen Rabattcode, den ihr gerne einsetzen könnt. Der gilt auf alle Crossroads-Produkte, also alles, was ich euch jetzt vorgestellt habe und auch auf die Candle Warmer und die Wachse von Candle Warmers. Also da könnt ihr nach Herzenslust bei Anja shoppen. 20% hat sie springen lassen und das sogar für wirklich 2 Wochen. Von heute an bis zum Ende des Monats Mai ist 20% auf alles mit meinem Code, den ich euch hier einblende. Und da danke ich dir, liebe Anja, für diese tolle Möglichkeit, dass du uns das Shoppen mit 20% erleichterst. Und ich freue mich jetzt sehr auf die Düfte, sie auszuprobieren. Es waren nicht alle komplett mein Fall, aber sehr, sehr viele waren mein Fall. Und darum ist das einfach toll, dass ich die Möglichkeit jetzt habe, sie auch alle mal warm zu testen. Und da kommt dann irgendwann auf euch auch ein Aufgebraucht-Video mit den Düften zu. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Für nähere Infos bezüglich des Rabattcodes könnt ihr auch gerne nochmal in die Infobox klicken. Da habe ich natürlich auch die Seite von Candle Warmers verlinkt. Und dann wünsche ich euch frohes Shoppen, wenn ihr möchtet. Und kommt gut durch den Mai. Bis ganz bald und eine schöne Zeit euch, meine Lieben. Macht's gut!